Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, wollte ich nochmal kurz auf mein letztes Video eingehen. Es war sehr amüsant, wie viele Leute unter dem Video sich sicher waren, dass ich mich absolut nicht mit amerikanischer Politik auskenne. Das waren lustigerweise sowohl Trump-Befürworter, die meinten, ist doch klar, dass Trump der Bessere ist, Hillary ist deutlich schlechter, als auch Hillary-Supporter, die meinten, oh, kennst du dich aus, oh, ist doch klar, dass Hillary besser ist. Die amerikanischen Wahlen waren im letzten Jahr so mein Number-One-Thema. Ich habe mich wahrscheinlich durchschnittlich eine Stunde pro Tag mit dem Thema befasst. Ich habe mich dabei von so vielen Quellen informiert, sowohl von krassen Trump-Supportern, als auch von krassen Hillary-Supportern, als auch von denjenigen, die meinten, dass beide gleich schlimm sind, zu welchem Schluss ich dann am Ende auch gekommen bin. Ich denke, es ist sehr schwer, sich so lange mit einem Thema zu befassen und dann am Schluss noch immer keine Ahnung davon zu haben. Hey, das ist nicht fair! Das ist nicht fair, die jetzt einzublenden! Jetzt habe ich auch gleich schon eine richtig geile Überleitung zu meinem eigentlichen Thema. Okay, was ist der Unterschied zwischen dieser amerikanischen Politik und Drogenpolitik? Bei der amerikanischen Politik gibt es so viele Menschen, die sich richtig intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, trotzdem sind sich alle extrem uneinig. Bei der Drogenpolitik ist es anders. Nahezu alle Experten und nahezu alle Menschen, die sich etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt haben, sind sich einig, dass die derzeitige Drogenpolitik eine absolute Katastrophe ist. Doch leider gibt es noch zu viele Menschen, die das nicht einsehen wollen. Ah, CDU. Es wurde Zeit, dass ich mal wieder ein Video über diese Knallköpfe mache. Ich bin auf der Seite von der CDU-Fraktion Berlin neulich auf den Artikel gestoßen, in dem sie begründen, warum Cannabis doch illegal bleiben soll. Und es ist einfach unglaublich, wie viele falsche Dinge in diesem Artikel stehen. Ich würde sogar so weit gehen, es als eine bemerkenswerte Leistung zu bezeichnen, überhaupt manche dieser Infos irgendwo gefunden zu haben. Da fragt man sich natürlich gleich, woher nimmt sich die CDU diese Infos? Ich sage jetzt nicht, dass das Internet die Nonplusultra Informationsquelle auf alle Dinge ist, aber wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, sollte man noch zumindest einmal das Thema gegoogelt haben. Um zu demonstrieren, wie weit die CDU gegangen sein muss, um solche Fakten auszugraben, wage ich ein riskantes Experiment. Ich werde nun die verrücktesten Behauptungen aus diesem Artikel nehmen und schauen, wie lange es braucht, bis ich bei Google irgendeine Quelle finde, die behauptet, was die hier behaupten. Ich werde aber dabei natürlich nicht direkt deren Behauptungen googeln, weil sonst wäre das ja unfair. Ich werde Begriffe googeln, die man verwenden würde, wenn man sich über das Thema Cannabis informieren wollen würde. Ich habe das, während ich das hier aufnehme, selbst noch nicht getestet und bin echt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Behauptung Nummer 1. Ein Joint erhöht das Lungenkrebsrisiko in etwa gleich stark wie eine ganze Packung Zigaretten. Für den ungebildeten Leser ist diese Aussage sowieso schon Manipulation höchsten Grades. Selbst wenn diese Aussage stimmen würde, verrät es die CDU natürlich nicht, dass ein Joint ebenfalls Tabak beinhaltet. Und das ist der schädlichste Teil von einem Joint. Und wie meine Zuschauer sicherlich wissen, man muss Cannabis nicht rauchen, man kann es auch in Form eines Gebäcks zu sich nehmen und dann ist das Lungenkrebsrisiko um 0% erhöht. Das macht den Abschnitt davor umso lächerlicher, denn da empören sie sich darüber, dass 88% der Deutschen ebenfalls der Meinung sind, dass Cannabis weniger schädlich sei als Tabakzigaretten. Die setzen einfach den Vergleich zwischen einem Joint und Zigaretten und den Vergleich zwischen Cannabis und Zigaretten gleich. Naja, schauen wir mal, wie lange ich brauche, um diese Info zu finden. Machen wir mal Cannabis und Zigaretten. Okay, die erste Seite sagt schon mal, dass es nicht gleich gefährlich ist. Und man muss dazu sagen, wenn ich jetzt nur explizit nach Cannabis suchen würde, würde ich noch viel länger brauchen. Aber ich suche jetzt explizit nach deren Fakten, explizit nach deren Vergleiche. Deutsches Erz, erste Blatt. Marihuana schadet der Lunge weniger als Tabak. Okay. Cannabis und Krebs, ein Joint ist so schädlich wie 20 Zigaretten. Uiuiuiuiui. Hier, da haben wir hier sogar schon auf der ersten Seite von der Süddeutschen Zeitung einen Treffer. 20 Zigaretten. Erstaunlicherweise habe ich nur 3 Minuten gebraucht, um eine Quelle zu finden, die das behauptet. Okay, wir müssen fair bleiben. Es gibt tatsächlich einige Quellen und Artikel, die berichten, dass der Jointrauch 20 Mal so schädlich ist wie der Zigarettenrauch. Aber man muss sagen, es gibt wirklich von beiden Seiten
sehr viele Artikel. Und da ich jetzt eben so viele Artikel dazu gefunden habe, dass der Joint deutlich schädlicher ist als die Zigarette, will ich jetzt nicht komplett ausschließen, dass das stimmen könnte. Das heißt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und eure Gesundheit eine hohe Priorität von euch ist, kauft euch einen Vaporizer in meinem Shop, denn das ist deutlich gesünder. Ihre nächste wahnsinnige Behauptung lautet, dass THC selbst das Wachstum von Krebszellen fördert. Komisch, dass die neuesten Studien sagen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Okay, hier haben wir eine Seite von Keine Macht den Drogen. Vielleicht finden wir hier was. Nein, wenn man hier Krebs in die Suche eingibt, kommt nichts. Okay, ich sehe schon, wir sind jetzt schon auf Seite 2 und ich habe noch nichts in die Richtung gefunden. Wir werden ewig nichts finden, wenn wir es nicht ein bisschen leichter machen, die Sache, und jetzt einfach THC und Krebs dazu eingeben. Krebs. Bietet Cannabis neue Hoffnung im Kampf gegen Krebs? Okay, das ist wieder... Cannabis hilft bei Krebs. Studien zeigen, Cannabis tötet Krebszellen. Cannabis, Todkranke heilt sich selbst von Krebs. Lungenkrebspatientin durch Cannabisöl geheilt. Seht ihr also... also bei diesem Punkt ist es besonders witzig, so die Behauptungen der CDU sich anzuhören. Tötet Krebszellen. Okay, Leute. Ich muss den Suchbegriff ändern, weil ich find da einfach nichts, was deren Behauptung unterstützt. Ich gebe jetzt wirklich straight Cannabis, THC verursacht Krebs ein. Erhöht Kiffen das Lungenkrebsrisiko? Geht wieder jetzt nur um Kiffen. Oh, hier ein Video von mir. Lungenkrebs durch Cannabis? Okay, wir haben hier einen potenziellen Treffer. Ich habe hier einen Artikel, wo darüber gesprochen wird, dass Cannabiskonsumenten öfter Hodenkrebs haben. Ich denke auch nicht, dass es die Quelle ist, auf die sich die CDU bezieht, denn sonst hätten sie doch explizit von Hodenkrebs gesprochen. Kleiner Nachtrag, mir ist gerade eingefallen, dass die CDU ja hier sogar eine Quelle genannt hat bei der Sache, dass THC das Krebswachstum fördert. Und zwar sagen sie hier, das Max-Planck-Institut für Biochemie kam 2015 zu dem Ergebnis, dass THC, der eigentliche Wirkstoff der Droge, das Wachstum von Krebszellen unterstützen konnte. Und selbst wenn ich sogar ihre Quelle suche, ihre Quelle hier bei Google, Max-Planck-Institut Krebs THC. Ich habe das mit auch ein paar Variationen gegoogelt, selbst wenn man ihre Quelle sucht, selbst dann findet man das nicht. Wie fucking peinlich ist es? Also, liebe CDU, ich hätte ja ein schlechtes Gewissen, wenn ich so quasi eigentlich lüge in meinen Artikeln. Also quasi, es ist ja schlicht und einfach eine Lüge. Und als erstes haben wir wahrscheinlich noch die Lieblingslüge der CDU, wenn es um das Thema Cannabis geht. Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Wenn man mit Einstiegsdroge meint, dass ein Cannabisraucher zwangsläufig bei Kokain oder Heroin landet, dann ist die Antwort ein klares Nein. Das dauert mir zu lang, ich suche jetzt explizit mal nach Cannabis-Einstiegsdroge. Hier also vom Deutschen Handverband. Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Diese Theorie ist schon seit über 20 Jahren widerlegt. Zahlreiche Studien fanden, dass nur 2-5% der Cannabiskonsumenten später bei harten Drogen landen. 95-98% tun es nicht. Nur wenige Cannabiskonsumenten steigen langfristig auf andere Drogen um. Hasch ist keine Einstiegsdroge. Es ist echt interessant, ich dachte, dass ich bei diesem Punkt am schnellsten irgendwelche Artikel finde, die behaupten, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Okay, hier auch wieder eine Studie. Einstiegsdroge, Alkohol, nicht Marihuana. Entlarvt. Warum Cannabis keine Einstiegsdroge ist. Hier sagen die auch, Einstiegsdroge Nummer 1 ist Nikotin. Oh, hier. Was haben wir hier? Gefährliche Einstiegsdroge Cannabis. Von einer Seite,
Die URL hat s33891103.online.de. Also schon mal eine sehr seriöse Quelle. Cannabis ist oft die Einstiegsdroge. Jugendliche, die Cannabis rauchen, haben 6-fach höheres Risiko, später in ihrem Leben zu harten Drogen zu greifen als Jugendliche, die kein Cannabis nehmen. Wow, okay, das ist jetzt tatsächlich die erste Quelle. Okay, ich denke, ich habe jetzt sehr anschaulich demonstriert, wie schlecht die CDU recherchiert, wenn es um das Thema geht, oder beziehungsweise eher, wie gut sie recherchieren. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt einfach nicht nachlesen, das gerade so aus ihrem Kopf ziehen, oder ob sie einfach wirklich so lange suchen, bis sie Quellen haben, die das bestätigen. Bis auf bei dem ersten Punkt habe ich immer länger als 10 Minuten gebraucht, um Quellen zu finden, die das behaupten, was die CDU behauptet. 10 Minuten hört sich jetzt für manche nicht so lang an, aber ihr müsst es mal vergleichen mit anderen Sachen. Wie lange braucht ihr so bei anderen Fakten, wenn ihr die googelt? Also das hat man ja oft in ein paar Sekunden. Das Ganze war jetzt kein klassisches Video von mir. Das liegt daran, dass ich ein Video machen wollte, was jetzt nicht ganz so aufwendig ist, wo ich nicht ganz so viel Recherche betreiben muss. Aber letztendlich, wie ich gerade merke, wird es gerade genauso aufwendig wie ein anderes Video. Ich wollte es nicht so aufwendig machen, weil ich gerade schon wieder krank bin. Es gibt sich, ich war jetzt 1,5 Jahre nicht krank und denke so, ich habe endlich das Killer-Immunsystem, jetzt werde ich 2-mal innerhalb einer kurzen Zeit krank. Das Ganze hat aber diesmal einen eindeutigen Grund. Ich habe dieses Wochenende mit einem anderen YouTuber eine Kollabo gedreht, wo wir geschaut haben, wie lange wir wach bleiben können. Und da waren wir auch öfters in der Kälte draußen und diese beiden Sachen Kombination, das sowas schwächt das Immunsystem schon krass. Gib diesem Video 5 Sterne, wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.